Kommen wir zum dritten Kapitel. Dieses Kapitel ist als eine Art Vorspann zu unserem Thema gedacht. Bevor wir über den Koran sprechen, wollen wir uns erst einmal über uns, den Menschen selbst, Gedanken machen. Allah, der Erhabene, fordert von den Menschen, dass sie über den Sinn ihres Daseins nachdenken. So heißt es im Koran: أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ. Haben sie sich denn über sich selbst keine Gedanken gemacht? Oft stellt Allah, der Erhabene, im Koran Fragen, um den Leser und Hörer zum Nachdenken zu bringen. So heißt es an einer Stelle: أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ. Oder sind sie wohl durch nichts erschaffen worden? Oder sind sie gar selbst die Schöpfer? Oder schufen sie die Himmel und die Erde? Nein, aber sie haben keine Gewissheit. Die Antworten auf die Fragen eines jeden Menschen: Woher komme ich? Woher kommt die Menschheit? Überhaupt das ganze Universum? Beantwortet Allah der Weise in diesen Versen auf sehr interessante Weise. Er schließt das Unmögliche aus. Weder können wir einfach so, ohne Ursache, hervorgekommen sein, und schon gar nicht können wir uns selbst oder das Universum erschaffen haben. Dieselbe Logik kennen wir alle auch aus unserer Schulzeit. Von nichts kommt auch nichts. Dass Allah, der Gnädige, diese Worte nicht als Feststellung, also sie sind nicht durch nichts erschaffen worden und haben sich auch nicht selbst und die Himmel und Erde erschaffen, sondern als rhetorische Frage formuliert, zeigt uns seinen Willen, den Menschen Denkanstöße geben zu wollen. So verkündet der Koran, dass wir und das Universum von ihm erschaffen sind. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ. Er ist Allah, euer Herr. Es ist kein Gott außer ihm, dem Schöpfer aller Dinge. So betet ihn an, und er ist der Hüter aller Dinge. Al-Fatir, der Schöpfer, gibt uns eine Beschreibung von sich. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Mit dem Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Sprich, er Allah ist einer. Allah, der Absolute, der ewig Unabhängige, von dem alles abhängt. Er hat nicht gezeugt und ist nicht gezeugt worden. Und niemand ist ihm jemals gleich. Der Prophet, Allahs Segen und Frieden auf ihm, sagte, dass diese Sura einem ganzen Drittel des Korans gleichwertig ist. Sie beschreibt die essentiellen Punkte der Eigenschaften von Allah, dem Allmächtigen. Seine Einzigkeit, seine Allmacht und damit verbunden seine Unabhängigkeit von dem Geschaffenen. Er selbst ist nicht erschaffen oder hervorgebracht worden und hat auch nicht gezeugt. Und weiter erwähnt diese Sura seine Unvergleichlichkeit mit der Schöpfung. Menschen, die sich von ihrem Schöpfer abwenden, werden durch mehrere Verse des Korans aufgefordert, sich zu besinnen. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Wie könnt ihr Allah leugnen, wo ihr doch tot gewesen seid und er euch lebendig machte und euch dann sterben lässt und euch danach am jüngsten Tag lebendig macht, an dem ihr dann zu ihm zurückkehren werdet? Ein weiterer Vers fordert fragend auf, in sich zu kehren. Ja, ayyuhal insanu, ma gharraka bi rabbikal karim, alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. O du Mensch, was hat dich hinsichtlich deines ehrwürdigen Herrn getäuscht, der dich erschuf und dich dann ebenmäßig geformt und in einer geraden Gestalt gemacht hat? In einem solchen Bild, das er immer wollte, hat er dich zusammengesetzt. Ein weiterer Vers beschreibt den Schöpfer und endet mit einer ergreifenden Frage.
خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون Er schuf die Himmel und die Erde in gerechter Weise. Er lässt die Nacht über den Tag und den Tag über die Nacht rollen. Und er hat euch die Sonne und den Mond dienstbar gemacht. Ein jedes Gestirn läuft für eine bestimmte Frist. Wahrlich, er allein ist der Erhabene, der Allverzeihende. Er schuf euch aus einem einzigen Wesen. Dann macht er aus diesem seine Gattin. Und er schuf für euch 8 Haustiere in Paaren. Er erschafft euch in den Schößen eurer Mütter, Schöpfung nach Schöpfung, in 3 Finsternissen. Das ist Allah, euer Herr. Sein ist das Reich. Es ist kein Gott außer ihm. Wie lasst ihr euch da von ihm abwenden? Über den Namen Allah. Für manche mag das Wort Allah befremdlich klingen. Deswegen an dieser Stelle einige erklärende Worte. Allah. Diesen Namen hat der Schöpfer für sich selbst gewählt und den Menschen schon vor der Zeit Mohammeds, Allahs Segen und Friede auf ihm, offenbart. So kannten die Götzenanbeter Arabiens diesen Namen. Und die damaligen Juden und Christen riefen ihren Herrn mit dem Namen Allah an. Auch heutzutage wird der Name Allah von arabischen Christen verwendet. Oft spricht Allah von sich im Koran, indem er die Personalpronomen wir, nahnu und er, huwa verwendet, was einige Leser vielleicht missverständlich auffassen. Deswegen auch dazu nun Klärung. Wenn Allah nahnu, wir, in Bezug auf sich selbst benutzt, so tut er dies, um seine Erhabenheit auszudrücken. Dies ist auch in anderen Sprachen möglich und üblich. Besonders Könige und Herrscher, beziehungsweise ihre Untergebenen, verwenden diesen sogenannten Plurales Majestätes. Bestimmt kennen viele die Anredeform Eure Exzellenz oder Eure Majestät aus Filmen. Das Personalpronomen Hua, er, kann im Arabischen für die Bezeichnung von etwas Männlichem, für eine Sache, deren Geschlecht unbekannt ist, oder für etwas benutzt werden, was kein Geschlecht besitzt. Auch für Engel, die geschlechtslos sind, wird im Koran er als Personalpronomen verwendet. Bis hierhin haben wir über den Ursprung des Menschen und des ganzen Universums und über den Schöpfer gesprochen. Kommen wir nun zum Sinn unseres Daseins. Durch mehrere Stellen im Koran gibt uns Al-Fatir, der Schöpfer, den Sinn des Lebens bekannt. وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Und Allah hat euch aus dem Schoß eurer Mütter hervorgebracht, ohne dass ihr etwas wusstet, und er gab euch Ohren und Augen und Herzen. Auf das ihr dankbar sein möget. Hier erwähnt Allah, dass wir erschaffen worden sind, um ihm Dankbarkeit in unserem Leben zu zeigen. Gottes Ehrfurcht. In der Sura Al-Baqarah erwähnt Allah, der Erhabene, das Erlangen und Zeigen von Ehrfurcht als Lebensziel. Ja, ayyuhan nas, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ihr Menschen, dient eurem Herrn, der euch und diejenigen vor euch erschaffen hat, damit ihr Gottes ehrfürchtig sein möget. Nur wer diese Eigenschaften, Dankbarkeit und Gottesehrfurcht verinnerlicht hat, wird auch erkennen, dass der wahre Sinn des Lebens der Gottesdienst ist. Und
Und ich habe die Dschinn und die Menschen nur darum erschaffen, damit sie mir dienen. Dazu heißt es im Koran: وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Und warum sollte ich nicht dem dienen, der mich erschaffen hat und zu dem auch ihr zurückgebracht werdet? Der Begriff der Ibada, des Gottesdienstes, ist im Islam ein lebensumfassender. Es geht nicht nur um Beten, Fasten und Pilgerfahrten. Auch Alltägliches wie Arbeiten, Essen, Trinken und Schlafen ist Gottesdienst, wenn wir die Absicht dazu fassen und das Vorbild des Gesandten, Allahs Segen und Friede auf ihm, dazu beachten. Nehmen wir zum Beispiel die Arbeit. Beinahe jeder Mensch muss, um leben zu können, einer Arbeit nachgehen. Also ist es zunächst schwer vorstellbar, dass dies Gottesdienst sein könnte. Dies kann es aber ohne Probleme sein, wenn einige Bedingungen erfüllt werden. Zunächst sollte der Verdienst auch wirklich verdient worden sein, das heißt, man hat seine Arbeit zuverlässig erledigt. Dann muss die Absicht gefasst werden, das verdiente Geld nur im Guten auszugeben. Aber die gute Absicht ist wenig wert, wenn die Arbeit selbst schädlich ist und von Gott verboten wird. Der spendende Handtaschendieb und diejenigen, die in krumme Geschäfte verwickelt sind, sollten ihre Arbeit also nochmal überdenken. Die gute Absicht muss auch mit der Tat im Einklang sein. Ebenso muss die gute Tat mit der richtigen Absicht einhergehen. Jemand, der betet, nur um von den Leuten gesehen zu werden, damit die Leute eine hohe Meinung von ihm haben, wird von Gott nicht belohnt. Adam, Hawa, Friede sei mit beiden, und die Lebensprüfung. Dahin zu kommen, dass man Dankbarkeit und Gottesehrfurcht verinnerlicht und sein Leben im Gottesdienst verbringt und das beizubehalten, ist von Allah mit Prüfungen verbunden worden. Gehen wir zurück zu unser aller Eltern, Adam und Hawa. Hawa ist hier als Eva bekannt. Friede sei mit beiden. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ. Und wir hatten euch erschaffen, dann gaben wir euch die Gestalt, dann sprachen wir zu den Engeln. Werft euch vor Adam nieder. Und sie alle warfen sich nieder. Nur Iblis nicht. Er gehörte nicht zu denen, die sich unterwarfen. Allah sprach: Was hinderte dich daran, dich niederzuwerfen, nachdem ich es dir befohlen habe? Er sagte: Ich bin besser als er. Du hast mich aus Feuer erschaffen, ihn aber erschufest du aus Lehm. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. Allah sprach: Hinab mit dir von hier. Es ziemt sich nicht für dich, hier hochmütig zu sein. Hinaus, denn du bist wahrlich einer der Erniedrigten. Iblis sprach: Gewähre mir Aufschub bis zu dem Tage, da sie auferweckt werden. Er sprach: Dir sei Aufschub gewährt. Iblis sagte: Darum, dass du mich hast abirren lassen, will ich ihnen gewiss auf deinem geraden Weg auflauern. Dann will ich über sie von vorne und von hinten kommen, von rechts und von links, und du wirst die Mehrzahl von ihnen nicht dankbar finden. Allah sprach: Hinweg mit dir, sei verachtet und verstoßen. Wahrlich, wer von ihnen dir folgt, ich werde mit euch allesamt Jahannam füllen. Allah ehrte die Schöpfung des Menschen, indem er den Engeln und diejenigen, die mit ihnen waren, befahl, sich vor Adam niederzuwerfen. Alle Engel folgten dem Befehl Allahs, denn sie führen nur Allahs Willen aus.
وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. Und sein ist, was in den Himmeln und auf Erde ist, und die bei ihm sind, sind nicht zu stolz, ihm zu dienen. Noch werden sie lustlos sein. Sie verherrlichen ihn bei Tag und Nacht, und sie lassen darin nicht nach. Iblis hingegen war kein Engel. Und da sprachen wir zu den Engeln, werft euch vor Adam nieder, und sie warfen sich nieder. Außer Iblis, er war einer der Dschinn. So war er ungehorsam gegen den Befehl seines Herrn. Iblis war also einer der Dschinn. Im Koran ist festgehalten, wie sich die Dschinn selbst beschreiben. Und manche unter uns sind solche, die rechtschaffen handeln, und manche unter uns sind weit davon entfernt. Wir gehen verschiedene Wege. Und weiter sagen sie, und manche unter uns sind Gottergebene, und manche unter uns sind vom rechten Weg abgewichen. Und die sich ergeben haben, diese haben den rechten Weg gefunden. Die Dschinn haben also, so wie wir Menschen, die Wahl, welchen Lebensweg sie einschlagen. Sie können unsere Welt wahrnehmen, doch wir nicht die ihre, und das brauchen wir auch nicht. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Wahrlich, er, Scheitan, sieht euch, er und seine Gefolgschaft, und ihr seht sie nicht. Obwohl Iblis kein Engel war, wurde er zuvor von Allah, den Gnadenreichen, geehrt, dass er in der Runde der Engel Allah dienen konnte. Dies hat Iblis leider nicht auf die Gnade Allahs zurückgeführt, sondern hat sich als etwas Besseres gesehen. Dann hatte er aus Hochmut verweigert, dem Befehl Allahs nachzukommen. Er fühlte sich zu gut dazu, der Schöpfung Allahs aus Erde, Adam, Friede sei mit ihm, Ehre zu erweisen, als Allah dies von ihm verlangte. Hier kann es wichtig sein, ein Missverständnis zu klären oder es gar nicht aufkommen zu lassen. Die Niederwerfung, die Allah anordnete, war keine Niederwerfung der Anbetung, sondern eine Art von ehrvoller Begrüßung. Der Gottesdienst bestand darin, Allahs Befehl nachzukommen. Diese Art von ehrvoller Begrüßung oder Ehrerbietung war vorherigen Gemeinschaften erlaubt. Und er, Yusuf, Friede sei mit ihm, hob seine Eltern auf den Thron und sie warfen sich vor ihm nieder. Allah, der Erhabene, ordnete aber der Gemeinschaft des letzten Propheten an, Friede sei mit ihm, diese Form der Ehrerbietung einzig und allein ihm zukommen zu lassen. Kommen wir zurück zur Geschichte. Anstelle nach seinem Fehler um Vergebung und Rechtleitung zu bitten, bat Iblis darum, seinem Hass nachgehen zu können. Seitdem tut er alles Mögliche, um die Kinder Adams, uns Menschen, von ihrem Schöpfer abzulenken. Von da an wurde er als Shaitan bezeichnet und nicht mehr Iblis genannt. Das Wort Shaitan gründet sich auf Shatana. Shatana bedeutet das weit Entfernte, und der Shaitan ist weit entfernt von der Aufrichtigkeit und Rechtschaffenheit. Allah, der Gnadenreiche, versprach den Menschen, dass nur diejenigen, die dem Shaitan folgen, der Strafe ausgesetzt sein werden. Betrachten wir das Geschehen weiter. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. O Adam, weile du mit deiner Gattin in dem Garten und esst, wovon immer ihr wollt, nur nähert euch nicht diesem Baum, sonst werdet ihr Ungerechte sein.
فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. Doch Satan flüsterte ihnen Böses ein, um ihnen das kundzutun, was ihnen von ihrer Scham verborgen war. Er sagte, euer Herr hat euch diesen Baum nur deshalb verboten, damit ihr nicht Engel oder ewig Lebende werdet. Und er schwor ihnen, gewiss, ich bin euch ein aufrichtiger Ratgeber. So verführte er sie durch Trug. Adam und Hawa, Friede sei mit beiden, hatten im Garten alles, was sie brauchten, ohne dass sie sich dafür anstrengen mussten. Allah, der Barmherzige, hatte nur die Frucht eines Baumes für sie verwehrt. Und er warnte sie auch vor dem Scheitan. Der hat hoch und heilig geschworen, es nur gut zu meinen, aber hegte gleichzeitig im Inneren seinen Hass und sprach die größten Lügen. Adam und Hawa, Friede sei mit beiden, verfielen letztendlich in einem schwachen Moment seiner Verführung. Jedem das Seine. Genau wie der Scheitan hielten sich Adam und Hawa, Friede sei auf beiden, nicht an den Befehl Allahs des Erhabenen. Aber schauen wir uns jetzt den Unterschied zwischen ihnen und dem hochmütigen Iblis an. Und ihr Herr rief sie, habe ich euch nicht diesen Baum verwehrt und euch gesagt, wahrlich, Satan ist euer offenkundiger Feind? Sie sagten, unser Herr, wir haben gegen uns selbst gesündigt, und wenn du uns nicht verzeihst und dich unser erbarmst, dann werden wir gewiss unter den Verlierern sein. Er sprach, hinab mit euch, die einen von euch seien der anderen Feinde. Und es sei euch auf der Erde nur ein Aufenthaltsort und eine Versorgung auf Zeit bestimmt. Er sprach, auf ihr sollt ihr leben und auf ihr sollt ihr sterben, und aus ihr werdet ihr wieder hervorgebracht. Adam und Hawa, Friede sei auf beiden, bereuten sofort demütig vor Allah. Er, At-Tawwab, der die Reue eines Bereuenden immer annimmt, wendete sich ihnen auch in Barmherzigkeit zu. آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Da empfing Adam von seinem Herrn Worte, dass Allah ihm verzieh. Wahrlich, er ist der Allverzeihende, der Barmherzige. Wir sprachen, geht hinunter von hier allesamt, und wenn dann zu euch meine Rechtleitung kommt, brauchen diejenigen, die meiner Rechtleitung folgen, weder Angst zu haben, noch werden sie traurig sein. So bekam jeder das, wonach er Allah fragte. Adam und Hawa die Vergebung Allahs und Iblis bat anstelle davon, um die Möglichkeit, die Menschen vom geraden Weg ablenken zu können. Und so gilt auch heute, dass jeder entsprechend seinen Absichten geleitet wird. Also jedem das Seine. Allah ließ dies, den Fehler beider, Anlass für den Beginn des irdischen Lebens sein, so wie wir es jetzt kennen. In der kurzen Zeit, in der wir hier nun leben, müssen wir für den Lebensunterhalt auch arbeiten.
Aber zuallererst geht es darum, ob wir die Rechtleitung von unserem Schöpfer annehmen und überhaupt erst suchen. Dabei wird der Scheitan uns zur Prüfung gemacht, denn er versucht, den Menschen von der Rechtleitung abwendig zu machen. Deswegen beschreibt Allah, der Erhabene, ihn als Feind des Menschen. Bevor wir die Rolle der Propheten und ihren Zusammenhang mit dem Sinn des Lebens besprechen, schenken wir noch zwei Lektionen aus der Geschichte von Adam und Hawa, Friede sei mit beiden, Beachtung. Zuerst stellen wir fest, dass jeder im Islam für seine Taten zur Verantwortung gezogen wird. Niemand muss die Lasten anderer tragen, mit denen er nichts zu tun hat. Also finden wir auch keine Verse im Koran, die eine Strafe für die Menschen wegen dem Fehler Adam und Hawas, Friede sei auf beiden, erwähnen. Jeder Mensch kommt auf die Welt und ist unbelastet von den Sünden seiner Vorfahren. Im Koran lesen wir: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Und keine Seele soll die Last einer anderen tragen. Ebenso sprechen am Tag des Gerichts nur die eigenen Taten für einen, so sie denn gut gewesen sind. Ein Koranvers beinhaltet beide Seiten der Eigenverantwortung. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ. Sprich, o ihr Menschen, nun ist die Wahrheit von eurem Herrn zu euch gekommen. Wer nun dem rechten Weg folgt, der folgt ihm allein zum Heil seiner eigenen Seele. Und wer in die Irre geht, der geht nur zu seinem eigenen Schaden in die Irre, und ich bin nicht euer Hüter. Eine weitere wichtige Lektion bei der koranischen Geschichte über Adam und Hawa, Frieden auf beiden, ist, dass beiden ein Gebot gegeben wurde, beide einen Fehler machten, beide zur Verantwortung gezogen wurden, beide um Vergebung baten und dass auch beiden vergeben wurde. Der Koran hält sich nicht mit Schuldzuweisungen auf. Im Gegenteil, Mann und Frau sind füreinander erschaffen worden und sollen gemeinsam als Partner Allah dienen. Diese Partnerschaft wird im Koran folgendermaßen beschrieben: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Und zu seinen Zeichen gehört, dass er Gattinnen für euch aus euch selber erschuf, auf dass ihr Frieden bei ihnen finden möget. Und er hat Liebe und Barmherzigkeit zwischen euch gesetzt. Hierin liegt wahrlich ein Zeichen für ein Volk, das nachdenkt. Zuallererst erwähnt hier Allah, der Erhabene, dass er die Gattin des Mannes aus dem Mann selber erschuf. Er hätte auch eine Frau aus anderer Erde erschaffen können und ebenfalls dann die Heirat vorsehen können, aber so wird die Zugehörigkeit beider noch mehr verdeutlicht. Mann und Frau finden zusammen, denn in ihrem Ursprung sind sie ungetrennt voneinander. Ihre Beziehung zueinander soll auf Liebe und Barmherzigkeit beruhen, so wie Allah, der Erhabene und Gnadenreiche, es vorsah. Wenn dies der Fall ist, kann eine Familie glücklich leben. Nach diesem kurzen Ausflug ins Familienleben kommen wir wieder zurück zu unserem eigentlichen Thema. Unsere Uridentität. Gottergebenheit. Menschen haben in sich den Instinkt von Gott bekommen, dass sie ihn dienen und ihn verehren wollen. Der Schöpfer hat jeden Menschen als Gottergebenen erschaffen. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. So richte dein ganzes Wesen zur Religion als Rechtgläubiger. Dies ist die Fitra, mit der Allah die Menschen erschaffen hat. Es gibt keine Veränderung an Allahs Schöpfung. Das ist die aufrechte Religion. Allein die meisten Menschen wissen es nicht. Fitra bezeichnet den Zustand der natürlichen Gottergebenheit,
den Grundzustand des Islams. Eine Überlieferung des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, in der er Worte von Allah dem Erhabenen weitergibt, ein Hadith Qudsi, besagt: Ich habe meine Diener als Hunafa, als rechtgläubige Monotheisten erschaffen. Dann kamen die Satane und haben sie von ihrer Religion verführt. Gott der Gebenheit ist also der natürliche Zustand des Menschen. Dann ist für ihn vorgesehen, dass er mit dem Angebot von verschiedenen Lebenseinstellungen und Lebenswegen konfrontiert wird und er sich dann entscheiden muss. Viele englischsprachige neue Muslime berücksichtigen dies und sagen von sich nicht, dass sie Converts sind, sondern Reverts. Oder sie sagen, I return to Islam, also nicht konvertiert, die Religion gewechselt haben, sondern zurückgekehrt sind. Zurück zu ihrem natürlichen, gottergebenen Wesen. Der Muslim ist nicht allein, selbst wenn er der einzige Gläubige auf Erden ist. Jedes Geschöpf ist Allah dem Erhabenen ergeben. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. Vor Allah wirft sich alles nieder, was in den Himmeln und was auf der Erde an Tieren ist, und auch die Engel. Und sie verhalten sich nicht hochmütig. Der Mensch ist zusammen mit den Dschinn in einer besonderen Situation. Er kann bewusst Allah dem Erhabenen ergeben leben, denn er hat von ihm, dem Gnadenreichen, die Wahl bekommen. Inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura. Wir haben ihm, dem Menschen, den rechten Weg gezeigt. Mocht er nun dankbar oder verweigernd undankbar sein. Behandeln wir nun die Definition von Islam. Islam wird von der Wortwurzel Sin, Lam, Mim abgeleitet. Also S-L-M. Aus dieser Wurzel leiten sich Wörter wie Salama ab, was Gesundheit, Heil und Unversehrtheit beschreibt. Auch das Wort Salam, Frieden, vom muslimischen Friedensgruß, hat dieselbe Wortwurzel. In der arabischen Sprache hat das Wort Al-Islam verschiedene Bedeutungen. Zum einen im Sinne von Al-Inqiyad, die Gefügigkeit und Willfährigkeit. Zum anderen im Sinne von As-Silm, die Versöhnung, das Friedensschließen und den Frieden. Zuletzt ist eine der linguistischen Verwendungen gemäß Al-Istislam, das sich fügen, sich ergeben und die Hingabe. Die spezifische religiöse Wortbedeutung von Islam ist, Allah gegenüber bewusst ergeben zu sein, als unmittelbare Folge der Erkenntnis seines Daseins und ihm auf die Art und Weise zu dienen, wie er uns dazu aufruft, über den Weg der Offenbarung durch seine Gesandten. Derjenige, der dies tut, ist Muslim, beziehungsweise in der weiblichen Form Muslima. Wir werden also alle damit geprüft, ob wir bei all den Wegen, die uns angeboten werden, den richtigen wählen. Alle Menschen werden von dem Schöpfer am Tag des Gerichts für ihre Entscheidung zur Rechenschaft gezogen. Der Schöpfer entsendet als Hilfe und Barmherzigkeit von ihm Propheten, um uns zum Richtigen von all den angebotenen Wegen zu führen. Eine authentische Überlieferung besagt, dass es über 124.000 Propheten gab und 315 Gesandte unter ihnen. Nun kann man sich fragen, was der Unterschied zwischen einem Propheten und einem Gesandten ist. Das Wort Prophet ist eine Wiedergabe vom arabischen Wort Nabi. Das Wort Nabi wird aus dem Wort Naba abgeleitet. Naba bedeutet Nachricht, Botschaft. Ein Nabi ist also ein von Allah Benachrichtigter und Benachrichtiger für die Menschen. Er prophezeit zukünftige Ereignisse und informiert über das Jenseitige, über den Weg der Offenbarung, die Allah ihm zuteil werden lässt. Ebenfalls sehen einige arabische Sprachwissenschaftler eine Verbindung zum Wort Nabua, was hohe Ebene bedeutet. Araber benutzen damals das Wort Nabi auch für eine hohe Ebene, an der man sich während einer Reise orientierte. Ebenfalls geben uns die Propheten auf unserer Lebensreise Führung. Alle Gesandte waren auch Propheten, doch nicht alle Propheten waren auch Gesandte. Ein Gesandter, arabisch Rasul, ist noch zusätzlich mit neuen anordnenden Offenbarungen geehrt, die er an die Menschen weitergeben soll. Ein Prophet hingegen bestätigt die Anordnungen des Gesandten, der vor ihm kam, ohne neue verkünden zu müssen. Die Botschaft aller Propheten und Gesandten.
وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Und wir schickten keinen Gesandten vor dir, den wir nicht offenbart haben. Es ist kein Gott außer mir. Darum dienet nur mir. Das Wissen, wie wir ihm dienen sollen, gab er den Propheten mit. Deswegen sollen wir uns ihnen anschließen und ihnen in ihren Anweisungen folgen. Und ich verlange von euch keinen Lohn dafür. Mein Lohn ist allein beim Herrn der Welten. So habt Ehrfurcht vor Allah und gehorcht mir. Hier wird nochmal eine besondere Eigenschaft der Propheten erwähnt. Sie wollten von den Menschen keine Belohnung oder Gegenleistung. Im Gegenteil, ihre Botschaft brachte ihnen immer Feindschaft und ein unbequemes Leben. Beschreibung der Propheten. Die nächsten Verse geben uns eine ausführliche Beschreibung der Propheten. Und Friede sei auf allen Propheten. واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. Wir erwählten sie und leiteten sie auf den geraden Weg. Das ist die Rechtleitung Allahs. Damit leitet er von seinen Dienern, wen er will. Hätten sie aber etwas anderes angebetet, wahrlich, all ihr Tun wäre für sie fruchtlos geblieben. Diese sind es, denen wir die Schriftgaben und die Weisheit und das Prophetentum. Wenn diese das aber leugnen, so vertrauen wir es einem Volk an, das es nicht leugnet. Das sind jene, die Allah recht geleitet hat. So folge ihrer Rechtleitung. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ. Sprich, ich verlange von euch dafür keinen Lohn. Es ist ja nichts anderes als eine Ermahnung für die Welten. Sie haben Allah nicht richtig nach seinem Wert eingeschätzt, wenn sie sagen, Allah hat keine Menschen irgendetwas herabgesandt. Allah erwähnt in diesen Versen, dass die Propheten die Auserwählten, die Besten von allen Menschen sind. Sie bekamen die Rechtleitung von Ar-Rahman, dem Allerbarmer. Sie empfingen Schriften und Allah gab ihnen Urteilsvermögen und Weisheit. Deswegen wird auch dazu aufgefordert, den Propheten zu folgen. Zuletzt heißt es, dass diejenigen, die den Glauben an Propheten zurückweisen, einen schweren Mangel an ihrem Gottesbild haben. Wenn man vom Schöpfer meint, dass er uns geschaffen hat, so wie wir sind, mit all unseren Fragen und Sehnsüchten, Fragen nach dem, woher wir kommen, wie wir unser Leben führen sollen, was nach dem Tod passiert und letztendlich, warum das alles. Wenn man glaubt, dass er uns Sehnsüchte gegeben hat, die nach Antworten und Trost verlangen, und dann keine Botschafter geschickt hat, um uns in unseren Fragen und Sehnsüchten zu führen, dann bedeutet das, dass man über Gott denkt, er ignoriert uns und überlässt uns unserem Leid. Dann leugnet man seinen barmherzigen Willen, den Menschen Führung und Rechtleitung zu schenken. Es heißt dazu in einer rhetorischen Frage im Koran: Meint der Mensch etwa, er würde sich selber überlassen sein?
So ist der Glaube an von Gott gesandte Propheten unverzichtbarer Teil des Islams. Jeder, der nicht an die Wahrhaftigkeit der Propheten glaubt oder auch nur einen von ihnen ablehnt, ist im Sinne des Islams nicht rechtgläubig, da er einen Entsandten Gottes zurückwies. Alle Propheten, der Frieden und Segen Allahs sei auf ihn allen, und alle Menschen, die ihnen gefolgt sind, waren Muslime, Allah dem Schöpfer Ergebene. Darunter Adam, Noah, Moses, Josef, David, Jesus und all ihre Anhänger bis Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit seiner Gefolgschaft. Es wäre falsch, das Wort Muslim nur auf Anhänger Muhammads, der Segen und Frieden Allahs sei mit ihm, zu beziehen, denn all diejenigen, die ihren damaligen Propheten anerkannten und ihm Folge leisteten, waren Muslime, zu Deutsch Gottergebene. Ebenfalls ist es falsch, heutige Muslime als Mohammedaner zu bezeichnen. Dies taten auch nie einsichtige Muslime seit der Zeit Mohammeds, der Segen und Frieden Allahs seien mit ihm. Denn Muslime folgen der zeitlosen Botschaft Gottes, die sich nicht veränderte von Anfang der Menschheit bis zum heutigen Tag. Abgesehen davon, dass die Propheten Offenbarung empfangen, verkündet und selbstverständlich selber demgemäß gelebt haben, sind sie gewöhnliche Menschen wie wir. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه. Sprich, ich bin nur ein Mensch wie ihr, doch mir ist offenbart worden, dass euer Gott ein einziger Gott ist. Möge denn derjenige, der auf die Begegnung mit seinem Herrn hofft, gute Werke tun und keinen anderen einbeziehen in den Dienst an seinen Herrn. Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ist kein Gründer einer neuen Religion, genau wie Nuh, Noah, Musa, Moses, Dawud, David und Isa, Jesus, der Friede sei mit ihnen allen, keine neue Religion gegründet haben. Der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, bestätigt, dass die vorherigen Propheten wirklich von Gott gesandt worden sind und Gottes Botschaft verkündeten. Er überbringt den Menschen lediglich die letzte Offenbarung Gottes, die bis zum letzten Tag ihre Gültigkeit haben soll. Bis zu dem Tag des Gerichts wird kein Prophet mehr kommen, um neue Offenbarungen zu verkünden.